stehe jetzt hier im Feld von einem Nachbar. Auch dem Eis hat es ziemlich verhagelt. Im Unterschied zu meinem ist aber der weniger krank, die Stängel und das. Und da werden wir jetzt die ganzen Pflanzen können ernten. Also auch hier liegt ganz viel am Boden. Aber man sieht relativ wenig von dem Bühlenbrand hier. Aber das ist natürlich ja, eben, das ist nicht optimal, wenn man das am Schluss im Futter hat. Aber sonst der Stängel, der angeschlagen ist, der ist viel weniger ein schlechter Zustand. Dann ist die Reife natürlich ein grosses Thema von dem Mais, wie reif das da ist. Die Körner werden immer von oben her eigentlich hart. Und ich mache jetzt hier unten Nagelprobe, wenn ich da rein stiche. Ja, jetzt saftet es hier noch ein bisschen. Der Kolben, der bräuchte jetzt noch 2-3 Tage bei dieser Hitze. Vielleicht ja, knapp eine halbe Woche. Aber ja, es passt dann eh nie für alles ganz genau. Und weil es jetzt so trocken ist und man sieht, alles fängt an zu teuren, nimmt dann der Futterwert massiv ab von den Restpflanzen. Und darum haben wir jetzt müssen entscheiden, über alle Felder gesehen, passt das jetzt, dass wir den jetzt nehmen müssen und hoffen, da können zu retten, was noch zu retten ist. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Silo, wo dann hoffentlich voll wird. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie das abläuft und ob es dann auch voll wird.